Du brauchst jemanden zum Quatschen, ist auch okay. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, gut. Du solltest jetzt erwachsen werden. Ja. Ja. So, Sven ist erwachsen. Ja. Sven lernt jetzt Bauarbeiter. Und dann wird Sven nicht wieder nach draußen gehen zum Holz sammeln. Bitte. Und wir tun einfach so, als ob nie was passiert wäre. Ja. Gut, Schwertschmiede benötigt Holz. Okay, du hast 16 Bögen gemacht, das ist gut. Ja. Ja. Du holzfällerst mal wieder hier. Ich habe da tatsächlich noch eine Werkzeugschreinerei stehen. So, jetzt habe ich da jede Menge Holz rumliegen. So, ich wollte gerade sagen, wehe dir. Du gehst da raus. Die Straße sieht immer fertiger aus. Ja, ich kann leider hier kein Lager mehr dazwischen klemmen, deswegen muss er das Eisen hier unten einlagern. Gut, ich dachte schon wieder, einer von meinen ist da rausgelaufen. Also ja, hier unten das Holz ist noch relativ safe. Alles andere ist nicht so safe. Also gerade hier durch diese Steinmauer da, die grenzt gut ab. Gut, Schwertschmiede ist fertig. Dich verlege ich mal darüber, dass du das Holz einsammelst.
Unser Jäger hat mal wieder nichts zu jagen. Dann kann er jetzt erstmal wieder Schuhe machen. Ja. Ja. Bist du des Wahnsinns? Ja. Ja. Du hast hier nichts zu suchen. Ja. Das könnte sich jetzt als arges Problem herausstellen. Okay, dann bist du erstmal Rüstungsschmied. Ja. Gäbe da noch eine Alternative. Ja. Mal gucken, ob der Trick klappt. Wenn ja, wäre ich froh. Weil Träger sollten eigentlich nur aus Häusern Zeug holen. Jedenfalls habe ich da so das Gefühl. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Und Sven will wieder sterben. Oh Mann, Sven. Ja. Ja, wie? Wenn du holst, benötigst du uns von da oben. Ja. Ich hasse euch alle. Ja, ja. Nichts Persönliches, aber das ist echt scheiße gerade. Ich weiß nicht mal, welches Holz sie da oben überhaupt holen wollen. Das heißt, ich muss mit Fernkämpfern erstmal versuchen, da die Gegner loszuwerden. Das könnte lustig werden. Aber ja, irgendwie kriegen wir das hin.
Ja gut, Sven trägt einen Stein. Sven ist leicht am Arsch. Ich hätte ihn nicht Sven nennen sollen, weil er macht dieselben Fehler wie sein Vorgänger. Ja. Ich sitze hier halt jetzt echt gerade in der Bredouille. Ja, dass die Bogenschützerei leer ist, ist okay. Daher sind die Straßen was fertig. Ja. Vielleicht haben wir auch die Möglichkeit, ihn etwas anzuleiten, in die richtige Richtung zu gehen. So. Gehen wir hier Straßen bauen. Die den Leuten vielleicht sagen, wie sie laufen sollen. So. So, du machst bitte Wirbelstücke. Ist die Frage, holst du aus dem Hauptlager Eisenerz oder? Ach, du lieferst Eisen noch aus. Okay. Ich werde mich erst, dass die drei Eisenerz aus dem Hauptlager verschwinden. Wow, das ist arg viel Gold, was wir mittlerweile haben. Oh, du solltest allerdings dann wieder in dem Holzfällerzelt arbeiten. Und hier unten nicht die Obstbäume fällen. Ja. Ja. Jägerzelt steht schon eine Weile leer. Das heißt, du kannst jetzt, weil wir wieder genug Schuhe haben, eigentlich wieder als Jäger arbeiten.
Stoller ist hungrig, dass er was essen. Und ja, ich überziehe, merke ich gerade. Deswegen speichere ich und mache hier einen Cut. Bis gleich.